Deniz Yücel hat sich mit der Kurdenpolitik der Türkei sehr kritisch befasst. Er hat recherchiert über die Ursachen für die Beendigung des Friedensprozesses mit den Kurden. Wir wissen, dass Erdogan diesen Prozess beendet hat und danach kam es zu vielen Toten, Verletzten, Bombenanschlägen, Massenvertreibung der Kurden aus ihren Städten, Dörfern in der Südosttürkei. Ein zweiter Aspekt seiner Arbeit war die Islamisierung in der Türkei. Er hat Recep Tayyip Erdogan direkt dafür verantwortlich gemacht, dass die Politik der Islamisierung in der Türkei vorangetrieben wird. Wir wissen, dass unter dieser Politik der Islamisierung vor allem die Minderheiten, die Aleviten, leiden. Dann hat Yücel wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen wie Can Dündar sich mit den Themen der Finanzierung, der Unterstützung der Islamisten in Syrien. Mit der Verhaftung von Deniz Yücel wollte Recep Tayyip Erdogan ein Exempel statuieren, dass die Journalisten in Deutschland, aber auch weltweit, in ganz Europa, sich genau überlegen müssen, wenn sie sich kritisch mit diesen Fragen, die ich gerade erwähnt habe, beschäftigen.